NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Eine Frau Reinke aus Kiel fragt, Oma Rosi, hast du einen Tipp, wie ich meine Kinder zu besseren Schulleistungen motivieren kann? Ja, da hab ich gleich zwei Tipps. Bargeld und Erpressung, nächstes Thema. Oma, ja. Ja, du bist ruhig, sonst melde ich dich beim Fußball ab. Ich mach das doch alles für mich selber. Die beste Belohnung ist doch die Aussicht auf eine Chance auf einem globalisierten Arbeitsmarkt. Ja. Und dann stehen mir alle Türen offen. Bla, bla, bla. Was soll denn? Die Wahrheit ist, sie schicken dich mit 2 zur musikalischen Früherziehung. Aber wenn ihr mit 18 DJ werden wollt, flippen sie aus. Oma. Ihr Schüler von Norddeutschland. Ich sehe hier einen Haufen cooler Kids, die für die Träume ihrer Eltern schon im Kindergarten nach dem Florettfechten noch zur Spanisch-AG gehen. Ihr werdet Landessieger im Börsenspiel, basta. Und müsst mit den Greta Theresas und Leanders dieser Welt spielen, weil eure Mütter sich was davon versprechen. Ihr habt nicht mal ein halbes Stündchen für euch. Und am Ende habt ihr viel gelernt und nichts begriffen. Aber... ja. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend auf Bett liegt, als Head of Managing Arschgesicht, werdet ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen, um einmal nur, ein einziges Mal nur zu Tarzan Boy, hinten auf dem Autoscooterwagen zu stehen und eine heiße Mieze ins Lenkrad zu greifen? Sie mögen euch eure Freiheit nehmen, aber niemals eure Träume. Du, ich krieg noch einen Zehner für die 2 in Mathe. Ja, du mich auch. Kannst du das so nicht sagen? Nein, Obi macht nur Spaß.